Ja, hallo meine Freunde der Sonne, heute eine etwas ernstere und traurige Real-Life-Story. Die fällt mir auch schwer, euch kundzutun, aber ich werde mein Bestes geben. Ich werde auch nichts cutten, das wird ein One-Take sein. Ich habe 2006 kam eine Diagnose bei meinem Stiefvater rein, die ab dem Zeitpunkt das Leben von uns allen extrem beeinträchtigt hat. Ihr müsst euch vorstellen, mein Stiefvater war ein kräftiger Kerl, also er war nicht dick, gar nicht, im Gegenteil, er war sportlich, hat das Leben genossen, hat mich auch als Kind früher direkt akzeptiert von Anfang an und wir hatten eine echt geile Zeit zusammen. Wenn ich mal zurückdenke, mit 10 Jahren kam ich auf die Idee, mit Schwertern draußen rumzulaufen, mit meinen Freunden hier Schwertkampf zu spielen. Das hat mein Stiefvater gemacht, wenn ich nach Hause gekommen bin, der hat mir dann so ein Plastikschwert hingeworfen und hat dann mit mir einen Kampf gemacht, zum Spaß. Oder wenn ich mal ein Problem hatte, bin ich dann zu meinem Stiefvater gegangen. Also Männergespräche, vielleicht kennt ihr das selber von euren Eltern, Männergespräch geführt und danach war auch alles wieder gut. Also er hat mir immer zugehört, er war immer für mich da und ich verdanke meinem Stiefvater genauso viel wie meiner Oma. Und ja, 2006 kam bei ihm dann die Diagnose Krebs. Es fing damit an, dass er eines Morgens, ich glaube das war am Montag, Schulterschmerzen hatte. Also er hat ich glaube es war die linke Schulter hat er nicht mehr so wirklich mehr gespürt und er hat dann schon früh so gesagt, ja, so, es sind wie Lähmungserscheinungen. Und normalerweise hat er mich früher zur Schule gebracht, weil der ein Unternehmen hatte oder besser gesagt ein Unternehmen gearbeitet hat. Er war Zweitchef oder irgendwie so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und von da aus hat er mich dann immer, also der hat mich von zu Hause zur Schule gefahren und dann ist er weiter zur Arbeit gefahren, genau wie meine Oma. Und an den Morgen ging es nicht. Und ich bin auch öfters mal alleine zur Schule gegangen, die Schule war jetzt nicht so weit weg, ich glaube so 15 Minuten war die Schule von mir entfernt oder 20 Minuten. Genau, eine halbe Stunde gewesen sein, ich glaube es war eine halbe Stunde, also war wirklich nicht so lang. Und ich habe mir dann früh dann gesagt, okay, gut, dann geh du zum Arzt und ich werde allein zur Schule laufen. Dann ist mein Stiefvater zum Arzt gegangen, kam an den Tag auch nicht mehr nach Hause. Meine Oma wusste dann schon Bescheid und sie hat sich dann mit mir hingesetzt und hat mir erklärt, was los ist und ich war natürlich dann in dem Moment geschockt, wo ich die Diagnose Krebs gehört habe, weil selbst mit 10 Jahren weiß man ja schon, hat hier und da schon mal was von der Diagnose gehört und man wusste schon, okay, es kommt eine schwierige Zeit bei uns rein und ja, so war es dann auch. Also das war der Anfangsverdacht, weil es wurden in der Lunge wurden Gewebebildungen, also sogenannte Tumore, gefunden. Es gibt ja da immer noch zweierlei. Es gibt ja die Tumore, wo einfach nur Wasseranlagerungen sind oder ein Grind oder irgendwas hat sich dann irgendwo gebildet und dann, das sind gutartige. Und dann gibt es natürlich die bösartigen, die Krebstumore, die sich dann auch, die dann das Nervensystem, Immunsystem, alles angreifen und die sich auch leider sehr wahrscheinlich auch ausbreiten werden. Und ja, wir haben dann die Diagnose bekommen und mein Stiefvater hat auch angefangen, alle Diagnosen durchgehen zu lassen, also alle ärztlichen Berichte nochmal angehört, wo jetzt ganz genau der Krebs sitzt. Also wir wussten im Endeffekt, dass er im Hals war. Also Lungenkrebs. Und mein Stiefvater hat aber noch eine ganze Zeit lang gearbeitet. Also es gab einen Termin für die Chemo.
Die Chemo war, glaube ich, aber erst einen Monat oder zwei Monate später. Und zwei Monate konnte er noch ein bisschen arbeiten, aber man hat dann halt Tag für Tag gemerkt, also er hat ganz starke Mittel bekommen, aber er wollte unbedingt arbeiten. Mein Stiefvater war schon immer so ein Mensch, wie ich leider auch bin, muss ich leider sagen. Wenn ich krank bin, bin ich eigentlich einer der wenigen, die sofort zum Arzt rennen. Also siehe meine Depression, ich habe das sehr lange für mich behalten. Bin halt leider dummerweise nicht sofort zum Arzt gerannt, habe mir keine Hilfe gesucht, ne? Oder ich gehe auch jetzt nicht regelmäßig, was ich jedem von euch empfehlen kann. Also jährlich zur Grunduntersuchung kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich werde es ab nächstes Jahr oder dieses Jahr definitiv auch machen. Und ja, mein Stiefvater ging es halt Tag für Tag immer schlechter. Er konnte irgendwann kaum noch schlucken. Und hat immer mehr Schmerzen gehabt. Irgendwann konnte der auch kein Auto mehr fahren. Also es ging zum Glück kurzweilig wieder und dann ging es absolut gar nicht mehr, weil die linke Seite von der Schulter komplett gelähmt war. Und ab dem Zeitpunkt ist er dann auch schon ins Krankenhaus gefahren, aber er hatte die Chemo trotzdem noch etwas später, was vielleicht auch, ja, auch dazu beigetragen hat, dass er so früh verstorben ist, glaube ich, weil die Ärzte kamen nie wirklich aus dem Knick, viele Termine wurden immer wieder verschoben, aber das ist eine andere Sache. Und ja, dann fing die Zeit an, wo ich dann meinen Stiefvater im Krankenhaus besucht habe, die erste Zeit. Und es klingt vielleicht komisch, wenn man das sagt, aber ich habe ihn dann, man konnte ihn dann nicht mal ins Gesicht gucken, weil auch wenn das jetzt eklig klingt, ihr müsst euch vorstellen, die Tumore sind aus dem Hals rausgekommen. Also ihr müsst euch vorstellen, der Hals normal so, ne, wie ein normaler Hals, und überall waren dann so Tumore, also die rausgekommen sind. Die sind wirklich alle überall hier ringsherum rausgekommen. Und die sind immer größer geworden. Und natürlich, also was heißt natürlich, aber die sind halt auch dann geplatzt. Das hieß, krass gesagt, man konnte den gesamten Hals, die gesamte Halsregion sehen. Man konnte wirklich die gesamte Halsregion sehen. Und ihr müsst euch vorstellen, überall waren hier Hautfetzen, überall kam, klingt zwar eklig, aber kam Eiter raus. Hat man hier gesehen, kamen die nächsten Tumore. Und da haben die Ärzte angefangen, ab dem Zeitpunkt auch viele Therapien zu machen. Auch eine Operation. Und die Operation hat also Anfang geholfen. Und dann war er auch eine ganze Zeit lang wieder zu Hause. Aber er war halt, ich glaube, er hat dann irgendwie nur noch, also er war 1,87 groß und hat, glaube ich, nur noch 40 Kilo gewogen oder dann irgendwann auch sogar unter 40 Kilo. Und ihr müsst euch das vorstellen, war nichts mehr. Also es war kein Mensch mehr. Er hat sich auch nicht mal wie ein Mensch gefühlt. Er war zu schwach, um sogar schon fast ein Glas zu heben. Das war aber dann auch schon wegen den ganzen Chemotherapies, aber auch, weil der Krebs ihn immer mehr zerstört hat. Also er konnte irgendwann nicht mal mehr ein Glas heben. Und das ist so schrecklich, wenn man so 10 Jahre alt ist, dann natürlich irgendwann 11 wurde, aber wenn man so jung ist und das dann sehen muss. Und so einen glücklichen Stiefvater, der früher alles gemacht hat, der Sport gemacht hat, der mit einem immer wieder weggefahren ist, der jeden Scheiß mitgemacht hat. Und dann sieht man ihn dann am Tisch. Irgendwann war der auch nur noch am Bett gefesselt, aber am Anfang war es noch, konnte er noch zum Glück ein bisschen noch aufstehen. Und dann hat man ihn am Tisch gesehen und konnte, ja, krass gesagt, alles kam wieder raus, weil er selber nicht mehr schlucken konnte. Hat dann nur noch Brei bekommen, selbst das konnte er kaum noch schlucken. Dann kam ja irgendwann auch die Maschine. Und das dann als Kind zu sehen, ist natürlich heftig. Und es gab dann auch Vorfälle zu Hause, wo mein Stiefvater umgekippt ist. Und natürlich in dem Moment, wenn er vor dir umkippt und dann rumschreit oder leise vor sich hin wimmert, weil er solche starken Schmerzen hat und auch schon die Stimmbänder angegriffen waren
leise vor sich hinwimmert, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Lasst mich hier liegen, gebt mir nichts zu essen. Da ist man natürlich dann in dem Moment erstmal auch als kleiner Junge, und das hat geprägt. Man ist mega geschockt. Man ist mega geschockt. Und ja, danach ist er natürlich auch wieder ins Krankenhaus gekommen. Chemotherapie lief ganz normal weiter, und im Krankenhaus haben die dann leider mit einer nächsten Diagnose festgestellt, dass sie mit der letzten Operation nicht alle Tumore bekommen haben. Und dass die Tumore oder dass der Krebs sich überall gebildet hat. Also er hatte im Blut, Haut und eigentlich in jedem Organ. Also er hatte wirklich überall Krebs. Und ab dem Zeitpunkt, wo das der Arzt gesagt hat, weiß man natürlich, das werden nur noch, also wenn überhaupt noch ein Monat sein. Wir haben natürlich den Kampf aber auch nie aufgegeben. Und er hatte extrem viele OPs. Und dann habe ich ihn 4 Wochen lang nicht gesehen. Oder 6 Wochen waren es, glaube ich, weil ich auch kurz, ich brauchte einfach in der Zeit, ich brauchte irgendwann auch mal Auszeit. Und ich war dann, glaube ich, bei Freunden untergekommen. Ich war da zumindest unterwegs, ich weiß nicht mehr mit wem, aber ich war da erstmal 6 Wochen oder 4 Wochen nicht da. Und da bin ich natürlich nach den 4 Wochen hingekommen, weil ich auch ein bisschen so die Hoffnung hatte, dass alles wieder ein bisschen besser geworden ist. Und ja, dann habe ich ihn im Krankenhaus gesehen, und ich bin an dem Tag dann wirklich zusammengebrochen. Er kam noch raus, also er kam aus seinem Bett noch raus in der Zeit, aber ihr müsst euch vorstellen, der Krebs hat überall gestreut. Die Chemo hat dann auch langsam alles gezeigt, also keine Haare mehr. Ja, überall Wunden, er hatte wirklich überall tiefe Wunden, richtig tiefe Wunden. Die Haut war bleich, also wie ein Vampir. Zähne waren auch nicht mehr ordentlich, die waren auch schon alle komplett zerstört. Er hat kaum noch gesehen, also die Pupillen waren alle schon ein bisschen so weiß. Also er war eine Leiche, und das Heftigste war, dass er zu der Zeit auch schon Probleme hatte, weil der Krebs auch leider das Gehirn angegriffen hat, oder zumindest die Chemo irgendwas hat das Gehirn angegriffen. Dass er natürlich auch viele Sachen schnell vergessen hat, dass er auch mal vergessen hat, wer ich bin. Und das hat mich in der Zeit dann natürlich, man kommt dahin, in dem Moment weiß er noch, wer du bist. 2 Minuten später überlegt, wer bist du eigentlich, was machst du hier? Und das dann mit 10, 11 Jahren, das ist dann, das ist schon eine Hausnummer. Und ja, irgendwann ging es wieder bergauf. Er hat dann auch wieder ein bisschen mehr gegessen, ein bisschen zugenommen. Es waren nicht 4, aber 5 Kilo, 10 Kilo waren es. Also 50 Kilo hat er dann gewogen und kam dann auch öfters mal wieder nach Hause. Und da haben wir ab dem Zeitpunkt dann gedacht, okay, vielleicht haben die Chemos und die 5000 OPs ja geholfen. Und vielleicht wird es ja ab dem Zeitpunkt jetzt besser. Vielleicht gibt es dann doch Hoffnung. Vielleicht gibt es da irgendwo jemand, der sagt, hier, du hast das Leben noch verdient. Man hat sich das früher einfach so gedacht, man hat sich einfach gesagt, es ist eine Krankheit, und mein Stiefvater hat auch immer versucht, dagegen anzukämpfen, aber wenn man irgendwann nicht mehr kann, dann geht's halt irgendwann auch nicht mehr. Irgendwann kann man nicht mehr. Weil ich auch dann von vielen gehört habe, dann am Ende, ja, er hat aufgegeben, wo ich mir dann so sage, ja, wenn ihr Schmerzen habt, wenn ihr nur noch Morphium nehmen müsst, wenn ihr jeden Tag zur Chemo müsst, wenn ihr 1000 Operationen habt und wenn ihr einfach nach nichts mehr aussieht, wirklich, das war, er hat nichts, also es gibt einfach mal in Google einfach mal, keine Ahnung, Leiche ein, oder gibt in Google mal Zombie ein, das hat ihn in dem Moment repräsentiert. Er war kein Mensch mehr. Überall wurden auch hier im Gesicht alles aufgeplatzt und man hat wirklich gefühlt die ganzen Organe schon sehen können, weil die Tumore überall rausgekommen sind, krass gesagt. Und ich muss es leider auch sagen, so habe ich das früher mitbekommen, und das sind so Bilder, die werde ich auch nie wieder los.
Da kann ich zu 5000 Therapien gehen, die werde ich nie wieder los. Die werden mich immer begleiten und ich habe auch jetzt damit gelernt, damit umzugehen. Und in der Zeit, wo es ihnen dann zu Hause auch ein bisschen besser ging, kam dann irgendwann wieder ein Rückschlag, aber das war dann leider auch der letzte. Der Krebs war für einen kurzen Moment besiegt, aber vorher bei der Operation haben sie leider nicht alle Krebszellen erwischen können und ja, innerhalb, glaube ich, von 4 Wochen war eigentlich der ganze Körper wieder befallen. Also es war wirklich innerhalb von 4 Wochen, war in dem Moment dann direkt wieder der ganze Körper befallen. Ich sag mal, derzeit immer, also nichts gegen Ärzte und die Ärzte haben alles auch gemacht in dem Moment. Ich hätte mir früher vielleicht als Kind gewünscht, dass die Ärzte vielleicht hier und da intensiver geguckt hätten, weil ja, am Ende kam von einem anderen Arzt raus, so ich glaube, eine Krebszelle, das war der ausschlaggebende Punkt, war irgendwo in den Nieren, und hätte man die entfernt, die Hauptkrebszelle sozusagen, die vergessen wurde bei einer Operation, wäre der Krebs vielleicht gar nicht wiedergekommen, aber man weiß es nicht. Und ich gebe auch den Ärzten keine Schuld, überhaupt gar nicht, nur ich frage mich natürlich hier und da schon öfters mal, was wäre, wenn die eine Krebszelle da noch erwischt worden ist und wie das jetzt aussehen würde. Aber ich glaube, die Chemo hat dann den Rest gemacht. Und er ist dann auch ins Krankenhaus gekommen und dann kam auch die schrecklichste Zeit. Er war nur noch an Maschinen dran, hat sich an nichts mehr erinnern können. War eigentlich, man kann schon sagen, klinisch tot. War eigentlich nur der Körper, der am Leben gehalten wurde. Ich glaube, zu der Zeit war er schon tot, also wirklich schon tot. Ich habe natürlich immer nie die Hoffnung aufgegeben und ja, dann eines Tages früh vor der Schule wurde dann bei uns dann auch angerufen und die haben dann auch gesagt, hier, ne, ist, also wir können nichts mehr tun und wenn sie sich nochmal verabschieden wollen, können sich gerne nochmal verabschieden, also was heißt, wir können nichts mehr tun, also haben dann früh gesagt natürlich, dass er gestorben ist im Bett, und meine Oma natürlich aus allen Decken gefallen, ich natürlich auch, weil ich habe kurz vorher meine Mutter verloren, die umgebracht wurde. Und ja, das war dann, weil ich, ja, ich hab halt die Hoffnung nie aufgegeben, obwohl ich eigentlich im Hintergrund wusste, ja, man muss sich verabschieden. Und ja, was war mein größter Fehler, den ich bis heute und den ich auch bis immer bereuen werde. Ich habe meinen Stiefvater in der letzten Phase nicht mehr besucht, weil ich das einfach mit 10 Jahren, ich konnte mir das nicht mal antun, das nur noch eine Leiche da zu sehen oder die Maschinen zu hören, die ganzen Wunden zu sehen. Ich konnte mir das dann irgendwann auch nicht mehr antun. Das war für mich dann, ich saß meistens nur zu Hause, hab geheult, hab versucht, mich mit Kollegen zu treffen, mit Freunden, haben Yu-Gi-Oh! Gespielt. Auch wenn das so dumm klingt, aber ich habe mich mit Yu-Gi-Oh! Dann irgendwie versucht, runterzubringen, auf ein anderes Thema zu bringen. Und ja, meine Oma war natürlich enttäuscht von mir. Weil sie jeden Tag dann, natürlich jeden Tag da war, auch immer Essen mitgebracht hat. Wir durften eine Zeit lang zumindest noch selber Püree und sowas mitbringen. Außer wo er dann intensiv war, dann durften wir das nicht mehr wegen Bakterien. Und ja, das war, glaube ich, mein einziger Fehler, weil ich habe bis heute nicht, also bis heute konnte ich mich nicht wirklich verabschieden. Also das ist das, was immer noch so an mir zerrt. Ich war auch jetzt immer mal auf dem Friedhof, aber es ist natürlich was anderes, wenn man sich ja nie wirklich verabschiedet hat. Weil auch mein Stiefvater natürlich auch in der Zeit, wo er noch reden konnte, das dann auch gesagt hat, so dass er gerne möchte, dass ich noch die letzten Tage noch mit da bin, weil mein Stiefvater ja von sich aus auch schon wusste, es werden nur noch
Tage, Stunden, Sekunden. Ich konnte es aber in der Zeit nie. Also es war in der Zeit... Nee, es war für mich dann, ich musste einfach, ich glaube so ein bisschen, es klingt zwar vielleicht egoistisch, aber dann in der Zeit an mich denken, so ein bisschen. Ja, Entschuldigung, ich muss mal ganz, ganz kurz Pause machen. Und ja, ich war dann, zur Beerdigung war ich natürlich da. Aber es war für mich dann natürlich, ab dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, so, dass meine Depressionen angefangen haben. Also ich habe sie wirklich schon sehr lange gehabt, sehr lange mit mir mitgeführt. Ich dachte aber früher immer, das sind hier Stimmungsschwankungen, die man halt mal hat. Ich habe das auch mit 10 Jahren dummerweise auch schon auf die Pubertät, so ein bisschen geschoben, was ich natürlich dann auch selber wusste, dass es nicht die Pubertät, ich hätte es gerne so gehabt. Aber ich habe dann schon früh gemerkt, irgendwas stimmt jetzt nicht mehr mit mir. Aber ich habe auch viel zu spät Hilfe gesucht. Also 2015 erst. Und ja, das ist wirklich das. Und da möchte ich jeden von euch wirklich ans Herz legen. Setzt euch mit der Familie hin, wenn ihr so einen Fall habt. Ich drücke euch auf alle Fälle jeden da draußen die Daumen. Aber begeht bitte nicht den Fehler, den ich begangen habe. Gesucht. Die Person im Krankenhaus, weil auch ein gesunder Mensch oder bedankt euch auch bei gesunden Menschen, bedankt euch, dass sie da sind, bedankt euch bei euren Eltern, zeigt das mit kleinen Gesten, zeigt das mit irgendwas, mit einem kleinen Kuss auf den Mund oder auf die Wange oder wenn ihr einfach mal den Aufwasch macht, bedankt euch, weil jetzt mal abgesehen vom Krankenhaus, es kann immer der letzte Tag sein, immer, bei meiner Mutter war das ja auch nicht vorherzusehen, sie war kerngesund, es kann immer der letzte Tag sein und man weiß nie, was kommt. Es reicht ein Autounfall, es reicht ein Verrückter, der draußen ausrastet und sollte man sich immer einen Kopf ballen, vor allen Dingen auch, wenn man jemanden im Krankenhaus hat, sollte man den, auch wenn es hart ist, aber den Mut finden, der Person im Krankenhaus beizustehen, auch wenn man vielleicht weiß, okay, sind die letzten Tage, aber versucht den Mut bitte zu finden und versucht euch ordentlich von der Person, auch wenn es sehr, 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 sehr hart klingt, versucht die Person jeden Abend zu besuchen, versucht, wenn ihr könnt, wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich auch euch von der Person nochmal zu verabschieden. Das ist das, was mir fehlt. Und deshalb konnte ich auch nie damit so wirklich abschließen. Und ich hoffe, euch hat die kleine Real Talk-Geschichte gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein paar mehr Videos von mir ansehen würdet. Ich habe alles von Real Talks in der Playlist. Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen schreiben, ob ihr sowas schon erleben musstet. Ich hoffe natürlich nicht. Und ja, wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Falls ihr mehr über meine Depressionen wissen wollt, ist auch bei den Real Life Stories, bei den Real Talk Videos mit dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.